Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch die beiden Mediabooks zu The ABCs of Death und The ABCs of Death 2 vor. Ja, ich habe die schon lange, lange in der Sammlung, aber ich möchte jetzt auch mal meine anderen Mediabooks vorstellen, die ich schon länger in der Sammlung habe. Und nach dem Intro zeige ich es euch mal. Und hier haben wir jetzt beide Mediabooks zu The ABCs of Death. Fangen wir mit dem ersten an. Hier richtig geile Cover auf beiden auch. Haufe Regisseure. Hier haben wir den Spine mal schnell. Und hier hinten, ja, könnt ihr euch mal ein bisschen was durchlesen, wie es dazu gekommen ist. Making-ofs extra, ja, ein Haufen Zeug drauf. Und hier DTS HD Master Audio 5.1, 129 Minuten und das alles in Deutsch und Englisch. Und hier Vermietung und Verkauf nur an Erwachsene. Ja, machen wir es mal auf. Und hier haben wir die Blu-ray. Hier hinten nur rot und andere Seite, hier haben wir die DVD und hier dürfte es auch nur rot sein, genau. Und dann blättern wir einfach mal durch das Buch mal durch und hier haben wir das Team und über die Filmemacher, hier seht ihr immer, wer den Film gemacht hat. Und dann, was für einen Buchstaben er hat und was für einen Kurzfilm er gemacht hat. Und könnt ihr euch alle mal so richtig schöne Kurzfilme dabei. Ja, immer ein paar kleine Infos dazu. Also richtig schön. So, und da sind wir schon am Ende. Sieht auch geil aus. Ja, und dann natürlich den zweiten ABCs of Death 2. Und auch hier. Und euch das durchlesen und auch hier das allerselbe auf Deutsch, 122 Minuten und Vermietung und Verkauf nur an Erwachsene, ganz klar. Ja, dann machen wir hier mal auf, hier haben wir sogar noch Werbung drin liegen und hier haben wir, was ist das, Türkis. Und hier die DVD und hier hinten auch. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Und hier dürfte das eigentlich auch inhaltsgleich sein. Über den Film, über die Produzenten ein bisschen was. Und auch hier jeder Film wird ein bisschen was drüber gesagt. Ja, also gibt es nicht viel drüber zu sagen. Ein richtig schönes Mediabook, meiner Meinung nach. Und da sind wir auch schon am Ende. Und ja, ich komme noch mal ganz kurz vor die Kamera. So, richtig schöne Mediabooks, Infos zu allen Kurzfilmen. Hier geht es ja darum, dass 26 Regisseure ein Budget von, steht das hier drauf, lasst mich lügen, $5,000 bekommen haben. Ich glaube, ja,
belassen wir es mal so. Also 26 Regisseure haben je $5,000 bekommen und einen Buchstaben vom Alphabet bekommen und müssen daraus einen Film machen. Und einen kleinen Kurzfilm. Und das haben sie auch getan. Und sogar zweimal. Und ich muss sagen, mir gefallen die richtig gut. Es sind ein paar Kurzfilme dabei. Die sind nicht so. Also theoretisch, wenn man sich die einmal anguckt, ist in Ordnung. Beim zweiten Mal weiß man schon Bescheid und kann dann die jeweiligen Kurzfilme mal überspringen, die einem nicht so gefallen. Aber es sind richtig, richtig gute Sachen dabei. Sehr brutal, teilweise zum Lachen, pervers. Es ist alles mit dabei. Und dann gibt es ja noch, aber ihr müsst halt darauf achten, dass es auch The ABCs of Death heißt und nicht die, wie heißt er, 24 Arten, 23 Arten zu sterben oder sowas. Das ist dann, das sind ja, da fehlen dann ein paar Folgen. Aber sonst, ich kann die nur, wer auf Kurzfilme steht, kann ich die wärmstens ans Herz legen. Es sind richtig geile Sachen dabei. Ja, dann gibt es noch, das steht ja hier auch gar nicht drauf. Dann gibt es noch The ABCs of Death 2.5. Das ist der Gewinner. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie was ausgelost haben oder so. Lasst mich lügen. M ist, glaube ich. Wir gucken schnell mal. Haben doch Zeit. Was ist M? Vielleicht fällt es mir nämlich wieder ein. Ne? Steht ja da gar nicht drin. Ne? M ist for Masticate. Setzte sich gegen mehr als 500 Mitbewerber für den letzten verfügbaren öffentlichen ausgeschriebenen Buchstaben durch. Ja, also der M hat, glaube ich, gewonnen. Und dann wurden nochmal 26 Filme, Kurzfilme, nur mit dem Buchstaben M gedreht. Der ist nur, die sind nur online irgendwie erschienen, auf keine Ahnung wo. Physikalische Disk gibt es aus Pakistan, glaube ich. Da gibt es irgendwas, ob das so offiziell ist, weiß ich nicht. Aber da ist auch der Porto mit 65 Euro verdammt teuer, obwohl die da Sachen drin haben. Die hätte ich da schon gern, aber ja. Und das ist das Einzige, aber ich glaube, das ist nichts Offizielles. Schade. Aber wie gesagt, wenn ihr auf Kurzfilme steht, schaut euch die Filmchen an. Holt es euch nach Hause. Die sind auch gar nicht teuer, die Mediabooks. Außer die sind jetzt im Preis gestiegen, wo ich keine Ahnung von habe. Aber ich habe, glaube ich, 15 Euro damals bezahlt. Ja. Dann war es das auch schon, ja. Und würde sagen, macht's gut, wir sehen uns, euer Timo.